Freunde gepflegter Kufenunterhaltung, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Vielleicht auch wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wo ihr es guckt. Aber es ist ein YouTube-exklusives Video, das kann ich sagen. Schönen guten Hallo. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Neues Video und nicht, wie ihr es sonst gewohnt seid auf diesem Kanal, Fußball. Mal ein bisschen Abwechslung wieder. Und wir spielen heute Eishockey. Wir spielen heute Arcade Eishockey. Geht so in die Richtung NHL 94 auf Steroids oder in die Richtung NHL Blitz. So, ja, also nicht allzu ernst zu nehmen und allzu simulationslastig. Es gibt auf die Fresse und es gibt Schlagschüsse und Tore und keine Lizenz. Also nichts mit NHL 23, sondern Tape-to-Tape, Early Access auf Steam gelauncht und Arcade Action auf dem Eis. Und das Spiel habe ich schon ein paar Wochen oder gar Monate so ein bisschen im Blick und habe dem Early Access ja regelrecht entgegengefiebert und bin froh, dass es jetzt da ist. Habe es mir sofort geholt und ein bisschen reingespielt und mir gedacht, okay, dann machst du auch ein Video von. Warum nicht? Bringst es mal ein paar Leuten mehr. Ne, die paar Leute, die ich auf meinem YouTube-Kanal dann auch halt erreiche, ne? Ja, zeigst es mal, warum auch nicht? Und vielleicht kriege ich den einen oder anderen von euch ja auch zum Unterstützen dieses Early Access-Spieles. So wie ich es gelesen habe, ist Early Access für Ende des Jahres zu beenden vorgesehen. Also haben wir noch ein paar Monate Zeit, wo das Spiel besser werden kann. Es soll aber jetzt quasi von Start bis Ende auch schon spielbar sein. Natürlich gibt es noch Feintuning und mehr Items, die erstellt werden wollen, mehr Teams, mehr Trikots, keine Ahnung. Aber jetzt kann man schon den Quest for the Cup oder wie das hier heißt, zu Ende spielen. Also im Endeffekt, es ist ein fertiges Arcade-Eishockey-Spiel mit einem Twist. Es ist ein Roguelike, Roguelite-Rogue-Dingens halt, ne? Wo man so hochlevelt und sich entwickelt und dann wieder auf Null gesetzt wird, wenn man ausscheidet oder verliert oder so. Aber das gucken wir uns jetzt mal zusammen an, weil wie gesagt, ich habe nur so zweimal reingespielt. Und habe so ein bisschen die Steuerung angeguckt und okay, ist überschaubar, sehr überschaubar. Arcade-Eishockey, ein bisschen knüppeln, ein bisschen schießen. Und die Kampagne starte ich jetzt original mit euch zum ersten Mal. Klickt da jetzt zum ersten Mal rein, dann machen wir mal ein bisschen was und gucken, wie es sich so anlässt. Und am Ende gucke ich, ob ich euch tatsächlich sagen kann, fühlt sich so geil an, unterstützt das unbedingt oder geht so oder wie auch immer. Freue mich natürlich auf Fragen, die ich so gut es geht dann auch unter dem YouTube-Video beantworte. Wenn ihr das Spiel selber vielleicht auch schon direkt geholt habt, ganz gierig, lasst es mich gerne wissen. Wenn ich euch zum Kauf animiert habe, umso besser, lasst mich das erst recht wissen. Eine Sache vorweg, ihr seht, es ist auf Englisch, das ist für mich jetzt nichts Ungewöhnliches, ich spiele alles auf Englisch. Aber für die Leute, die auf Deutsch spielen wollen, da muss man für den Moment enttäuschen. Ich habe jetzt auch noch nichts gefunden, ob das auf Sicht ausgebaut werden soll, ob das aus Französisch, Englisch, auch noch mit Deutsch, Japanisch, traditionellem Chinesisch entwickelt werden soll. Also von daher, da bitte die Augen drauf, wenn ihr kein Englisch oder Französisch könnt. Ein bisschen verstehen sollte man die Story und die Menüs logischerweise schon. Gibt aktuell also keine deutsche Sprache. Was es dafür aber gibt, finde ich immer wieder witzig, ist das Ding hier. Controller-Icon-Types, ihr wisst das, oder viele von euch wissen das, ich spiele mit dem PS4-Controller am PC. Das ist mittlerweile nichts Besonderes mehr. Steam unterstützt das. Es gibt einen inoffiziellen programmierten Treiber. Aber oftmals hat man ja, wenn man mit einem PS4-Controller ein PC-Spiel spielt, wird der erkannt, aber nicht als PS4-Controller. Man hat immer noch die Xbox-Icons abgebildet. Und hier kann man sagen, hey, mach mir bitte PlayStation-Icons oder Xbox. Finde ich ganz witzig. Das haben noch nicht so viele Spiele, die ich gespielt habe. Und macht es natürlich ein bisschen einfacher. Klar hat man das mittlerweile drin, aber das so als kleine Randnotiz. So, dann schön, dass ihr reingeguckt habt und reingeklickt habt. Lasst uns mal gucken, wie die Kampagne startet. Und dann, ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Mit Tape-to-Tape Steam Early Access. Oh, Jason Voorhees ist unser Schmied. Angus. Angus sind wir. Es gab am Anfang ein Intro-Menü. Stimmt, das hätte ich euch vielleicht auch noch zeigen müssen. So ein Intro-Video. Wir sind so ein alter Golf-Profi, Angus. Und wollen jetzt irgendwie diesen heiligen Eishockey-Gral oder so finden. Don't forget to visit the store in between runs. Ich glaube, das ist ein bisschen durch mein Gesicht verdeckt. Wenn ich mir jetzt so überlege, ich sehe das ganze Spiel, ihr seht ein bisschen mehr mit Overlays und so. So, don't forget to visit the store in between runs. More and more players want to join your team. Ah, okay. Wir können also unser Team, auch nachdem wir vielleicht einmal zurückgesetzt wurden oder ausgeschieden sind oder wie auch immer, hier weiterentwickeln im Shop. Ah, man kann Skills kaufen. View the Skills, genau. Use Rubber permanently, damit die Attribute, da werden wir so immer besser. Auch das dürfte so ein bisschen von mir verdeckt sein. Oben rechts ist eine 5. 5 Rubber haben wir, glaube ich, so als Währung. Und wir können Superstars kaufen. Okay. Superstars sehen wir gleich auf dem Eis. Haben keine Helme an. Haben dafür eine Special-Fähigkeit, die man mit Dreieck auslöst. Sowas wie ein Superschuss oder wie ein Spinorama oder so ein Kram. Skills. Okay. Wie gesagt, ich klicke das heute zum ersten Mal mit euch auf. Da ist das Spinorama, was ich sagte. Vielleicht haben unsere Spieler das auch noch gar nicht. Achso, den haben wir schon. Okay, den haben wir schon. Und das hier ist gelockt. Und keine Ahnung, wie man es bekommen kann.
Also freikaufen schon mal nicht. Aber ihr seht an den Dingern schon, ne, es ist kein NHL 23, auch nicht auf Speed oder auf Süß, sondern es ist schon komplett Arcade-Hockey. Head Smasher, ja, dann genau schießt man Gegner ab. Tomahawk, man wirft seinen Schussstock. Eishockey, genau. Nicht der Polizeisimulator. So, Attribute. Ah, mit 10 Pucks. Das sind doch Pucks, das ist doch kein Rubber. Pucks. Okay. Aber ja, dann können wir uns auch hochleveln und dann wird es Stück für Stück besser. Das sind wir übrigens. Das ist Angus. Das ist unsere Hauptfigur. Ich glaube, wir spielen, dann spielen wir immer mit und können uns leveln und haben noch Mitspieler, die wir haben. So dürfte es laufen. Und dann Superstars haben wir auch noch. Der Rory, der Kelvin, Kelly Jelly und jede Menge zu unlocken. Und ich gehe mal stark davon aus, das sind dann eben die Kollegas. Oder nicht die Kollegas, das sind die Bereiche, wo das Spiel noch super viel mehr Fleisch an den Knochen bekommen kann, wenn es jetzt noch ein paar Monate weiterentwickelt wird. Also von daher, ja, da ist noch viel mehr rauszuholen und ist auch angesagt in der Roadmap. So, wir haben Standard-Mode. Ah, das ist Schwierigkeitsgrad. Okay, das ist nur Schwierigkeitsgrad. Ja, okay, lass mal auf Standard. Warum nicht? Und dann gibt es ansonsten nicht mehr so viel zu machen hier in dieser Schmiede. Machen wir mal Start. Gucken wir mal, was passiert. The first step in becoming a hockey legend is to use your active skill just like the head smasher. A new selection of skills will be offered to you before each run. Okay, run ist dann ein Durchlauf und dann können wir von vornherein sagen, so, ich möchte mit dieser Eigenschaft für Angus für mich starten. Okay, verstehe ich. Ah, hier, dash like it's 94. Ja, genau, kleine Andeutung NHL 94, glaube ich, so das beste Arcade-Retro-Hockey-Game. Damals auf dem Super Nintendo zum Beispiel. Oder auf dem Sega Genesis. So. Okay. Einfach nur schnell. Und das ist eben, das ist witzig. Machen wir mal das. Mit unserem Schläger Leute abwerfen. So, schauen wir mal. Ist das unser Team? Choose your Superstar. Dangerous to go alone. Before setting out on a journey, three superstars will offer their services. Okay, von mir aus. Each superstar has unique skills and attributes. Choose your teammate wisely. Okay, you might only have a handful of friends at the moment, but your squad will get bigger. Das ist auch gut. Kann ich jetzt? Links, rechts? Ja, okay. Kelly Jelly ist schnell, kann sonst nix. Der ist genau schießend und der ist Mix. Nehmen wir mal die Kelly. Schnelligkeit, Speed, Kills, das ist gut. So, und das sind dann die normalen und die haben Helme. So, das habe ich schon rausgefunden. Normale Spieler haben Helme und Leute ohne Helm haben Special-Fähigkeiten und sind halt unsere Superstars. Your team is now complete with these three random Benchwarmers. Yes, who have agreed to join your quest. Von mir aus. Don't let your lack of skill discourage you. With a few power-ups, they might at least pretend they know what you're doing. So wie ich zum Beispiel bei YouTube-Videos. So sieht das aus. Ich habe auch so ein Power-Up. Reden wie ein Wasserfall. Okay, mega gut. Weiter. Können wir jetzt Eishockey spielen? Sag mal hier. Choose an Artifact. Ach, natürlich. Artifact gibt's auch noch. It's now time to make a critical decision. You get to pick from a selection of shiny trinkets known as Artifacts. Okay. These items will not only affect you, but your teammates as well. Okay, das gilt dann fürs ganze Team, was jetzt kommt. You always win face-offs. Das ist ja mal witzig. Ich glaube, das ist super wichtig. Was haben wir sonst noch? You gain speed on successful body check. Gain 25 overall when you are losing. Ah, also wenn wir zurückliegen, kriegen wir auf alles 25 drauf, oder was? Ich mach mal hier Bodycheck, weil ich glaube, bei so einem Arcade-Eishockeyspiel wird viel geknüppelt, viel gebodychecked und dann kriegst du mehr Geschwindigkeit. Das ist doch okay. Klingt verheißungsvoll. Ich glaube auch, das ist auch so Balance-Dinger. Ne, wenn du merkst, das ist overpowered, dann macht der Entwickler das sicherlich ein bisschen zu. Schraubt es ein bisschen zurück. Und das ist scheinbar unser erster Lauf. Your first step on this journey is to face the Spartans, a ragtag bunch of free agents who challenged you to score on a measly goal. Okay. All you have to do is score before they do for a reward. Okay, erstes Tor entscheidet. Should you lose, Tentacle Tom will let you go on without your reward. Ah, okay, also das ist noch nicht mal verlieren und ausscheiden, sondern es ist jetzt erstmal nur erste Challenge und dann geht es trotzdem weiter. Wir können es uns nur einfacher machen, wenn wir was gewinnen. So, ich kann jetzt hier leider nicht scrollen. Aber ihr habt es so ein bisschen gesehen, als es von rechts nach links gescrollt ist. Wir gehen auf den Endboss, auf dieses Tentakel zu, wie auch immer sich das Gameplay dann da entwickelt. Kann natürlich auch sein, dass es dann nicht nur Eishockey ist, sondern irgendwann wird es auch Endboss-Fight und du musst den abschießen. Keine Ahnung, wie freaky das Game da tatsächlich ist. Was haben wir? Challenge Elite Game.
Boss, ja, Boss ist ganz rechts, nehme ich an. Training, da kann man vielleicht irgendwie in einem Minigame Attribute erhöhen. Kann ja alles sein, ne? Aber so diesen Weg kennt man, glaube ich, von so Roguelikes, ne? Slay the Spire fällt mir da auf Anhieb ein. So Karten-Roguelikes, ne? So Kartenbattler, wo du dann sagst, okay, ich gehe links zum Ressourcenmanagement, ich gehe rechts zum Battle und ich gehe rechts weiter zum Boss und dann hat man seine Strecke, die man so durchläuft, bis man halt durch ist. Bis zum finalen Punkt kommt und hier sieht das so ähnlich aus. So, ich guck mal das Line-Up an. Ja, da ist jetzt natürlich noch nicht so viel zu machen. Da ist die Kelly Jelly mit Special, da sind wir. Angus mit Shaggy. Gar nicht so geile Werte. View Talent. Ah, okay, du kannst es nochmal erklären lassen. Sehr gut. Du könntest sagen, Angus ist eher Verteidiger. Okay, ein bisschen Management hast du schon drin. Immerhin. So, und okay, das ist die Truppe. Und dann gibt es das Menü. Ich kann sagen, ich habe keinen Bock mehr. Abandon Run, also man könnte von neu starten, wenn man das Gefühl hat, man hat sich verlaufen bei seinen Entscheidungen. Ja, okay. Aber jetzt lass erstmal gegen die Spartaner hier. Erstes Goal gewinnt. Eishockey spielen, weil darum sind wir hier, dass ich euch diesen Teil des Eishockeys zeigen kann. Arcade-Eishockey. Und es ist rasant. Und es ist aufs Maul. Und es ist schon gar nicht eine Simulation. Da gibt es den ersten Bodycheck. Und danach sollte ich ja eigentlich Speedbumps bekommen. Und sofort wird der Konter zu Ende gefahren. Woo! Kenny Jelly! Also. Ja, eiskalt und dann Patsch! Keine Chance. Gut, die erste Truppe. Achso, wir haben ja schon gewonnen. First goal wins. Das war einfach. Das war sehr einfach. Jetzt möchte ich euch am liebsten erzählen, wie gut sich das angefühlt hat. Ich habe, wie gesagt, schon zwei Spiele gemacht. Aber es ist schon sehr griffig. Also dafür, da macht es schon einen sehr guten Job. Mit schnellem, knüppeligen, nicht komplett zickzack. Du merkst schon noch, dass du skatest. Aber ja, sehr griffiges Gameplay. Die Schlagschüsse und die Wristshots. Ja, das ist im Deutschen Handgelenksschuss. Ja. Die fühlen sich gut an. Also das ist schon ganz okay. Da ist das Game schon einen guten Schritt nach vorne gegangen. Und fühlt sich griffig an. Well, well, well. Look who's got some shiny new rubber. Swing by my shop after the run. So, wir haben jetzt oben rechts, seht ihr jetzt leider durch mich verdeckt nicht. Mittlerweile 8. 3 plus 5. Logisch, I can boost your attributes. Okay, machen wir. Gucken wir das mal. So, hier die Details. Wer hat was geleistet? Also ein bisschen Statistik ist auch dabei. Okay. Choose a talent. Und darum ging es ja. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, scheiden wir, also wenn wir es verlieren, scheiden wir nicht aus, sondern dürfen uns nur kein Talent aussuchen. Jetzt dürfen wir uns Talent aussuchen, das ist nicht so verkehrt. 30 plus Checking. Okay. Your pass is granted temporary. Ah, das kann man nur. Temporary, also muss man das auslösen und dann hat man Shot Power. Ah, Even Steven, also im Endeffekt plus 30 bei Unentschieden und ansonsten, wenn es nicht unentschieden steht, plus 10 overall. Das ist doch okay, das nehme ich. Machen wir natürlich auf uns, damit wir weiter die geilste Figur sind oder mindestens werden. You have two paths ahead of you, Angus. Will you choose to train at the cozy campfire or will you take a chance on the unknown? Ah, genau, es ist also, ja, roguelike, mein Gott. Wer dieses Genre oder schon mal Spiele aus diesem Genre gespielt hat, der erkennt jetzt auch, wo es hingeht. Also, das ist dann Training. Okay, schlafen soll das sein. Was? Okay. Und das hier ist Unknown. Ist ein Event. Da kann alles passieren. Ich mache mal Training, einfach nur, damit ich jetzt auch zeigen kann und für mich es auch selber rausfinde. Was heißt das? Kommen Minigames oder kommt einfach automatisch plus 10 auf alles? Mal gucken. Ah, okay. Es ist einfach nur, man kann sich erholen. Also zumindest es steht erholen da, aber man hat, glaube ich, keinen Fatigue-Wert oder so. Es ist einfach nur plus 4 auf alle Player, okay. Oder wir trainieren und wir werden zu Checking-Biestern. Das finde ich cooler, das mache ich. Okay, es ist kein Minigame. Hätte jetzt natürlich auch so ein Minigame sein können, wo man so ein bisschen auch die Belohnung erspielen muss oder so einzelne Sachen richtig machen muss. Aber anscheinend einfach nur auswählen und dann ist das okay. Und dann geht es weiter und dann gibt es keine Auswahl, denn es gibt das erste Elite-Spiel. Zwei Periods, also zwei Drittel, zwei Hälften, ne? Hälfte, und wir können wieder ein Talent erspielen. Top Cheese ist der Gegner. Und wenn ich sage, das Spiel hat keine Lizenz, dann kommt nochmal oben drauf, so richtig ernst nehmen die sich natürlich auch nicht. Also es ist alles auf LOL ausgelegt. Sagen wir mal, wir spielen gegen Schweden. What do I see here? Golfen Legend, Angus McShaggy. Okay, von mir aus. You really think the Cup Keeper will let you through with that swing?
No teeing off for me today. I'm on the hockey mission. Okay, get ready. There's no stopping our 1-2 punch. Amber shoots. Bree buries the rebound with his magnet and scores. Klingt so, als würden die uns gerade ihre Superkräfte irgendwie ansagen. A magnet, really? Team, brace yourselves. Okay, gucken wir mal. Also das habe ich auch so im Internet ein bisschen nachrecherchiert. Sind schon besondere Teams das. Man spielt nicht einfach nur immer gegen anders angezogene Teams. Die haben ihre Special-Fähigkeiten, ihre Identität, wenn man so will. Ja, erster Schlenzer. Ja, schade, okay. Ganz so einfach. Pässe durch Gegner spielen ist nicht. Gut. Und ich glaube hier, Fangesänge haben sie aus irgendeinem Fußball, von irgendeinem Fußballverleih oder so. Das klingt ja echt schon südamerikanisch. Oh, mit seinem Leben bezahlt. Bleibt da mal ein paar Sekunden liegen. Schlagschuss klappt. Da ist der Angus. Ich sollte mal meine Superfähigkeit nutzen, damit ihr das auch mal seht. Da ist die Kelly Jelly. Da kommt der geworfene Schläger. Oh, den muss er sich dann wiederholen. Das ist cool. Das ist cool. Es gibt keine wirklichen Regeln. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man die auch einstellen könnte. Ich weiß, ich erinnere mich, dass ich beim Probespielen... Und jetzt Achtung. Yay, Spinorama mal 5. Du kannst beim normalen Gameplay, beim normalen Spielen, Quick Match, wie auch immer man es nennen möchte, kann man sagen, mit oder ohne Attribute und kann Zeit einstellen und sowas. Also man ist nicht gezwungen, hier komplett immer auf Arcade und so zu spielen. Man kann es auch einfach nur als schnelles Arcade-Hockeyspiel nehmen. Ohne Items, ohne Attribute. Also wer da drauf hofft, jo, ist schon drin. Könntet auch nur einen schönen knuffigen Arcade-Hockey 1-auf-1 Abend haben. Online-Modus gibt es auch noch nicht. Aber an einem PC mit mehreren sogar, ohne Items, einfach nur ein bisschen rasantes Eishockey spielen, was sich wie gesagt sehr gut anfühlt. Das ist schon möglich. So richtig geht es hier nicht voran. Die Schweden haken sich da gut fest. Checken ist... Und Pfosten. Checken ist nicht so leicht. Also du musst schon genau zielen. Also du, nicht jede Berührung ist sofort, fliegt der Gegner durch die Gegend. Das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, gut balanciert. Kann man natürlich noch gucken. Wenn er mehr oder weniger eine Checkquote von 3%, das ist auch nicht so belohnend. Aber man rasiert nicht komplett durch seine Gegner durch. Das ist schon mal gut. Ausgeglichene Partie. Zweite Drittel oder eben die zweite Halbzeit, wie auch immer. Entscheidet das jetzt? Wirf doch. Da steht mir der Bully-Typ ein bisschen zu nah dran. Du siehst die Handbewegung nicht so sauber. Gute Chance für Angus. Oder für uns, wie auch immer. Konter läuft. Oh, der schnuckelige 91er mit langer Fukuhila-Matte. Gut von der Kelly. Einmal vorbei. Jetzt aber. Jetzt aber! Schöner Konter. Und Doc Gilmore, auch so eine kleine Andeutung, Anspielung auf Doug Gilmore. Das haben wir gut zu Ende gespielt. Na, Grafikstyle sieht er selber, das ist auch, wie ich finde, sehr charmant gelöst, sehr gut geworden. Hier ist einfach nur auf Passen quasi drücken. So, das Einzige, was ich irgendwie automatisch, glaube ich, gemacht hatte beim ersten Anspielen, ist auf die Schultertaste drücken für Rückwärtsskaten. Und das gibt es tatsächlich. Also es gibt jetzt... nicht ansatzweise so viele Steuerungsmethoden oder Steuerungsmöglichkeiten wie bei einem NHL 23, klar. Aber rückwärts skaten hat's Spiel drin. Was war das? Ah, okay. Ich dachte, ich hätte eine Strafzeit bekommen oder sowas für... Strafzeit gibt's ja gar nicht. Aber irgendwas wäre passiert, wo ich den Torwart hätte anchecken wollen. Aber nein, hat ihn einfach nur zu lange gehalten, den Puck. Ja, aufpassen. Jetzt muss man das 1-0 auch nach Hause bringen. Schön geblockt, schöner Check. Aufpassen, jawohl, Angus hat das Ding. Ja, mit Puckführung den Puck zum Gegner kaputt machen wäre vielleicht nicht so clever. Jetzt fehlt ihm der Schläger für einen One-Timer aufzunehmen. Das war richtig dumm gelöst von mir. Richtig dumm gelöst. Das ist besser. Das Schlägerwerfen finde ich geil. Auf dass er den dann holen muss und so, dass er ihn nicht in die Hand beamt. Das ist gut gelöst. Ja, Spinorama. Spinorama von der Kelly Jelly. Och. Findet den Abschluss nicht. Szene lebt noch. Einfach Puck aufs Tor bringen. Letzten 30 Sekunden. Sieht da oben in der Mitte. Ja. Ja, es ist... Also, Checks musst du echt genau zielen.
Ja, da fehlt natürlich so ein Schläger werfen oder so. Schläger werfen habe ich genau. Schläger so rausstecken. Ja. Bleibt es bei diesem mageren 1 zu 0? Ne, drin. War drin. Okay. Ja. Unser horstiger Schiri zeigt's an. Ja, kriegt den Rebound. Und gleich das Ding. Wenige Sekunden vor dem Ende aus. 4 Sekunden vor dem Ende. Haben wir nochmal einen Abschluss. Haben wir nochmal. Ja, wird gehalten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Spiel das löst. Einfach Verlängerung. Sudden Death. Oder haben wir nicht gewonnen, also die Challenge nicht geschafft? Nein, es gibt Overtime. Okay, sehr gut. Wir haben noch die Chance, das Ding nach Hause zu erzwingen. Da ist der Engels direkt vom Tor. Big Save wieder. Kelly mit dem Rebound. Rutscht durch. Nein, rutscht nicht durch. Aufpassen. Aufpassen, Freunde. Nicht den Konter weggeben. Ja, unter Einsatz seiner Gesundheit. Das Ding verhindert. Nächster Schlagschuss wird jetzt unangenehm. So, jetzt Konter. Angus. Kelly ist vorne. Kelly ist vorne. Kelly kann das Ding nicht reinlegen. Haupt zu Spinorama. Mit dem Spinorama posen. Schlägerwurf. Hat geklappt. Ja. Das, okay. Das ist. Es sieht natürlich spektakulär aus und kann dir auch in der einen oder anderen Szene. Kannst dir den Gegenspieler wegrasieren, aber dann bist du halt auch mit Angus erstmal aus der Szene raus. Nach dem, ja, vielleicht so Last-Minute-Umknüppler. Kannst das Ding nicht werfen und dann erwarten, dass er 3 Sekunden später den spielentscheidenden One-Timer versenkt. Ist dann vielleicht eher eine Defensivaktion, als eine flexible, auch offensiv irgendwie einzusetzende Fähigkeit. Max Capone ist wahrscheinlich Mascarpone, ne? Ja, ist ja witzig. Okay, wir haben verloren, Freunde. Das war's schon für unser Roguelike. Ich glaube, jetzt werden wir direkt zurückgesetzt. Das ist jetzt kommt Roguelike quasi ins Rollen. Wir behalten unsere 3 Rubber oder unsere 8 Coins, unsere Währung. Aber wir sind jetzt schon wieder raus aus dem Turnier oder aus dem Quest. Aus dem Run. So heißt es richtig. Krass, so schnell geht's. Aber krasser Schlagschuss. In die kurze obere Ecke. Top Cheese gewinnt. Wir kriegen jetzt trotzdem ein Skill. Okay. Fahrt to repel players. Okay, ein bisschen furzen, um Gegner vom Hals zu halten. Das macht. Oh, new Skill, ja, aber. Ah, okay, den haben wir nur freigeschaltet. Den müssen wir jetzt selber noch aber kaufen, dass wir ihn haben. Ja, okay. Defeat. Back to the Blade Master. Und ja, es dürfte jetzt eigentlich das Ende des Runs sein und wir fangen von neu an. Typisch Roguelike halt. So wollte ich nicht aus dem Video gehen, aber jetzt. Ja, okay. Sehr schön. Genau so läuft's. Ja, und dann läufst du wieder von Punkt 1 an, nehme ich mal an. Ja, Spinorama, mega. Superstar. Ja, komm, mach mal. Ich will nur mal sehen, dass wir wieder genau auf der gleichen Map landen. Was ist das Standard-Team? Ja, da gibt es ein paar verschiedene, aber die können alle nicht wirklich was. Rubberband, Benchwarmers 20. Okay, auch gut. Können wir alles die Mannschaft kennen. Und wir sind wieder in Tentacle Willy, Act 1. Okay, genau so läuft's. Das ist jetzt unser Tape-to-Tape, unser Roguelike Eishockey-Arcade-Game. Und von daher, für den Moment kann ich, glaube ich, sagen, mach mal hier Abandoned Run und Defeat, genau, und Haken dran für den Moment. Ich glaube, ihr habt gesehen, worum es geht, ne? Arcade Eishockey fühlt sich gut an. Soll Ende des Jahres, Ende 2023, dann final fertig werden. Kriegt mehr Fleisch an Knochen, kriegt noch mehr Items, mehr Spieler und Namen und Trikots und witzig. Und sicherlich auch noch Gameplay-Tweaks, von daher, ja, ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Jetzt vielleicht nicht noch so früh im Early Access-Stand grinden und unbedingt durchzuspielen versuchen, aber ich wollte es unbedingt mal ins Video packen, von daher lasst mir gerne einen Kommentar da, wie hat es euch gefallen, habt ihr es vielleicht selber im Blick, holt ihr es, unterstützt ihr es und wie sind eure Eindrücke, ansonsten einfach nur ja, Daumen hoch, schön, dass ihr da wart und schön, dass ihr reingeguckt habt und dann sehen wir uns zum nächsten wahrscheinlich wieder Fußball-Upload und ja, das war's für die kurze Vorstellung von Tape to Tape auf Steam. Tschüss, ciao.